Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich mag die Tempest, aber ich bin nicht sicher, ob ich für sie ganze Galaxien bereisen würde. Das Unbekannte hat durchaus seine Reize. Aber es ist seltsam, dass der Rest des Teams nicht hier ist. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Und damit willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind wieder an Bord der Tempest, sind vom Planeten Eos aus hier hochgeflogen. Es sieht wieder unfassbar geil aus von hier aus. Ja, und wir haben gerade mit unserem Piloten, Co-Piloten geredet. So, und Interviews an Ryder von Carrie T. Wesser. Hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinen aktuellen Projekten wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns zu einem Gespräch auf der Nexus treffen? Dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Ja, gerne, machen wir. Ja, das ist auch der Plan für die heutige Folge, denn im Moment geht es nicht wirklich weiter, was die Story angeht. Wir sind noch in der Trial-Version und deswegen werde ich mich jetzt auch zur Nexus begeben und werde da mal ein paar Nebenmissionen annehmen. Jo. So, erstmal nochmal kurz hier umgeschaut. Gibt's was Neues? Nope. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anwar. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Willkommen in meinem Team. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen. Bisher gab es leider nicht sonderlich viel zu tun. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Das sind ziemlich viele Seiten. Über Böden. Nett, dass Sie das sagen, aber mir ist durchaus bewusst, dass es kaum mehr als eine Zusammenfassung ist. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums. Ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Ich habe eine Zeit lang ein Massenportal bewacht. Ich wollte immer wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen. Aber wollen Sie denn nicht alles selbst erleben? Ich würde es wollen. Doch, natürlich. Aber ich weiß, wo meine Stärken liegen. Glauben Sie mir, im Labor bin ich Ihnen deutlich nützlicher. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Bis später, ja? Gut, bis später.
So, und wir befehligen mal, dass wir zurück zur Nexus fliegen. Ryder, wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Hallo, Ryder. Sind Sie an meinen Einsatzteams interessiert? Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da Sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich Sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Ich werde Ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück. Kandros Ende. Okay, coole Sache. Ist auf jeden Fall geiler, als alleine den Planeten komplett erkunden zu müssen. Wenn man dann auch ein bisschen Unterstützung dabei hat. So, kurz mal bei Einsatzteam-Missionen schauen. Apex-Mission. Einsatzteams können entsandt werden, um Missionen zur Unterstützung der Andromeda-Initiative zu erfüllen. Im Erfolgsfall erhalten sie EP und Ryder erhält eine Belohnung. Scheitern sie, erhalten sie nur wenige EP und es gibt keine besondere Belohnung. Apex ist das beste, oder Apex, ich nenne es jetzt Apex, weil Apex klingt cooler, ist das beste Elite-Einsatzteam im Cluster und zuständig für kritische Missionen. Wählen Sie eine Mission und drücken Sie die Leertaste, um Apex loszuschicken. Ihr Fortschritt wird vor dem Start des Multiplayer-Modus automatisch gespeichert. Sie übernehmen... Huch. Ich habe immer noch nicht mitbekommen, wie man das Origin-Overlay ausschaltet. Das nervt irgendwie. Ihr Fortschritt wird vor dem Start des Multiplayer-Modus automatisch gespeichert. Sie übernehmen dann die Rolle eines Apex-Agenten in Ihrem kleinen Trupp. Spielen Sie Apex-Missionen im Multiplayer mit Freunden oder über öffentliche Spielersuche, um Einsatzteam-Belohnungen für Ryder sowie zusätzliche Boni zu erhalten. Okay, Multiplayer-Modus. Ich verstehe nicht, warum man das alles immer so kombinieren möchte. Warum geht das nicht? Hallo? Okay. Achso, ich muss die Leertaste drücken, damit es überhaupt weitergeht mit dem Tutorial. Diese Missionen sind verfügbar. Okay, dieses Symbol bezeichnet den Schwierigkeitsgrad. Und hier haben wir benötigte Zeit und Co. Okay, gut. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Können wir auch gerne machen. Demnächst. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Okay, hier geht's runter. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhig. Ja, ich bin kein so großer Fan davon, dass man Multiplayer und... Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Okay, das ist echt riesig. Bin eigentlich nicht so ein Fan davon, dass Multiplayer und Singleplayer so kombiniert werden. Hallo Scott. Es ist interessant, erneuert zu werden. Was meinst du damit? Seit meiner Schöpfung war ich Alec Ryder, Sam. Jetzt bin ich ihr, Sam. Ich bin immer noch ich selbst, aber der Input und die Erfahrungen sind völlig neu. Ich werde mich in eine andere Richtung weiterentwickeln. Der Begriff Reinkarnation scheint mir passend dafür. Ist das, was aus dir wird, okay für dich? Das weiß ich erst, wenn ich das Ergebnis sehe. Ich freue mich auf unsere weitere Partnerschaft. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SEM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich. Haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache. Zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst.
Als ich den beim ersten Mal gehört habe, fand ich den eigentlich lustig damals. Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Okay. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SEM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Sagen wir mal rein hypothetisch, ich wäre an dem Tag krank gewesen, als der Quanten Verstrickungskommunismus durchgenommen wurde. Durch verknüpfte subatomare Partikel lässt sich eine sichere Kommunikation ohne Zeitverzögerung über große Entfernungen einrichten. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. Okay. Danke, Sam. Das genügt. Ein wenig Verwirrung, aber es geht schon. So, was haben wir hier alles? Von Suvi. Lieber Ryder, ich habe meinen Aufsatz über die Helios-Erde angehängt, falls Sie noch eine leichte Bettlektüre suchen. Ich muss noch einmal erwähnen, was für eine große Ehre es ist, hier zu sein. Ja, sie hat quasi 60 Seiten über Böden geschrieben. Der Anhang wurde als Spam eingestuft und in die Quarantäne verschoben. Hey, was soll das? Ja, sehr nett, ne? Danke, System, dass du das für mich übernimmst. Jetzt muss ich mich nicht mehr verantworten. Okay, cool. Eine Küche. Und das Bad. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Ja, das glaube ich. Oh, cool. Plants vs. Zombies. Cooles Easter Egg. Sehr, sehr cool. So, Abendessen heute, Null-Eintrag. Tut mir leid, Leute, ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Kommentar, kein Ding, Herr Callow. In der Küche stehen Suppe, rechtsdrehend und linksdrehend für mich und Obstsalat. Und wir wären beinahe ohne sie gestartet. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste, vor allem wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später in Bier und was auch immer wir finden, Liam. Ist das Ihr Ernst? Ich scherze niemals, wenn es um unbequeme Sitzmöglichkeiten geht. So, und willkommen auf dem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Rider, zur erfolgreichen Installation Ihres Infoboards. Sie können sich selbst und Ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto errichtet. Viel Spaß damit. Wir können hier also alles posten. Alles, was die ganze Crew sehen soll, aber das Einfügen von Bildern habe ich deaktiviert. Ein Jammer. Na, wir wollen ja keinen Spam hier. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht.
Das wusste ich gar nicht. Würden Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen? Bei einem Abendessen zum Beispiel? Oh, die Sache ist die, Ryder. Sie sind nicht mein Typ. Und wer ist Ihr Typ? Jedenfalls kein Patient. Ich muss Sie klinisch betrachten können, ohne Ablenkung. Ich lenke Sie also ab? Nicht annähernd so sehr, wie Sie denken. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Okay, das hatte ganz plötzlich eine sehr, sehr rasante Entwicklung. That escalated quickly. Aber wir belästigen sie jetzt erstmal nicht. Datenpads, sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige 100 Jahre jünger ist als sie, der ihnen sagt, dass sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Ryder und ich mache dasselbe mit meinem Harry. Ah, cool, hier haben wir nochmal den Rover. Also, der Nomad. Ich bin in der Waffenkammer. Oh, das ist alles schon ziemlich cool hier. Ja, hey, man muss auch mal ein bisschen die Tempest von innen kennenlernen. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Ach so, ich hätte doch einfach den Aufzug benutzen können. Okay. Ich rede mit ein paar. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden. Aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden Sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Okay, gut. Ja, auch so interessant, mal alle hier kennenzulernen, denn ein paar hier kamen einem nicht so bekannt vor. Mit einigen hatten wir bis jetzt nicht viel gesprochen. So, ganz kurz hier nochmal die Tür öffnen. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Nein, natürlich nicht. Was? Egal, braucht einen blöden Grund für die Genehmigung. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus.
Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich habe das alles hinter mir gelassen, als die Arbeit meines Vaters schiefgelaufen ist. Es ist ewig her. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Okay. Weil ich solche Momente schätze mit Leuten wie Ihnen. Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Aber gut zu wissen, dass ich überall ankomme. Trotzdem ist es eine Antwort. Sie wollten was weit weg von zu Hause. Verstehe. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe von meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur von mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job. Alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Stimmt, aber wir sind nicht in Entscheidungen aus einer anderen Galaxie gefangen. Gefangen? Wir haben einen guten Ort aus guten Gründen hinter uns gelassen. Wenn wir das im Kopf behalten, finden wir schon einen Weg. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Neubeginn unter der Leitung des Pathfinders und seines Teams. Dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Ja, wir schmeißen uns irgendwie gerade an alles und jeden ran. Nee, also das Herz kann man auch so ein bisschen, und das hatte ich bis jetzt eigentlich gedacht, als etwas verständnisvoll interpretieren oder so. Aber jetzt ist die Sache klar, okay. Darauf läuft's also hinaus. Ja, hey, aber man kann es auch auf nicht homosexuelle Weise meinen mit, ey, ich schätze diese Anwesenheit hier oder die Gesellschaft hier. Man muss halt nicht direkt auf das eine aus. Haben Sie's hier. Saubere Luft, Pflanzen, das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind sie ebenso gut. Ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite.
Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Ryder? Okay, auf geht's, Leute. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder? Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des speziesübergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, Sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Jede Zivilisation braucht jemanden, der sie verteidigt. Ja, und normalerweise entstammen diese Verteidiger der jeweiligen Zivilisation. Aber Asari-Jägerinnen sind verdammt anpassungsfähig. Da fragt man sich doch, wie unsere Miliz in 100 Jahren aussehen wird. Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Gut, also im Moment schmeißen wir uns halt wirklich an jeden ran. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber lassen wir erstmal alle sich einrichten. Gut, und wir können mal befehligen, zurück zur Nexus zu gehen. Falls das hier geht, rufen wir die Galaxiekarte auf und gehen wir in die Systemansicht. Ich empfange etwas. Okay, wir können auf die anderen Planeten gehen. Oder sogar ganz woanders. Ach du liebes bisschen. Ja, wir können auch hier zum Nexus zurück. Ansonsten sehen wir auch einen leichten Fortschritt, was die Lebenserwartung, davon gehe ich mal aus, angeht. So, nee, aber wir bleiben mal hier. Ich empfange etwas. Und gehen mal auf einen anderen Planeten. Jetzt sag mir nicht, dass die einen Direktweg nehmen. Verdammt nah an der hiesigen Sonne vorbei.
Gut, der Scanner ist aktiv. Entfernung zur Sonne ist recht klein. Umlaufzeit 1,1 Jahre. Radius fast 8000 Kilometer. Atmosphärischer Druck. Okay, Analyse. H-060 und seine Satelliten ziehen Trümmer aus dem Asteroidengürtel in Pytheas an, wodurch sich mehrere Staubringe gebildet haben. Aufgrund zahlreicher Meteoriteneinschläge ist H-060 reich an Nickel, das allerdings durch dieselben Einschläge auch schwierig abzubauen ist. Okay. Fortschritt 25%. Okay, wie erzielen wir hier denn Fortschritte? Muss ich da den roten Markierungen folgen? Okay, aber immerhin können wir ihn uns mal genauer anschauen. Ja, coole Sache, aber da ist halt jetzt natürlich die Frage. Anomalie auf den Sensoren. Da ist natürlich die Frage, was genau uns das jetzt bringt. Fliegen wir nochmal hier hin, nach Pele. Oder Pele, falls man es nach einem Fußballer benannt hat. Okay, wahrscheinlich muss ich einfach nur die Planeten erforschen, damit der Fortschritt weitergeht. Gezeitenerwärmung und etliche Einschläge aus dem Asteroidengürtel in Pytheas haben die vulkanische Aktivität auf Pele verstärkt. Darüber hinaus trägt auch das Methan in seiner oberen Atmosphäre zu der enormen Hitze auf dem Planeten bei. Ja, das ist der typische Treibhauseffekt. Ich empfange etwas. Aber im Moment sehen halt wirklich die Planeten noch sehr leblos aus. Das wird sich wahrscheinlich noch demnächst ändern. Anomalie auf den Sensoren. Anomalie entdeckt. Angesichts seiner Entfernung zur Sonne ist das Klima auf Kon so überraschend mild, was ihn in Verbindung mit seinem Ressourcenreichtum zu einem Kandidaten für einen Minenaußenposten macht. Aufgrund des ungewöhnlich rauen Terrains wurde die Entscheidung darüber allerdings vorerst vertagt. So, wir haben eine Anomalie entdeckt. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich dem Pfeil folge. Oh ja. Dann haben wir es. Und eine Sonde ausschicken. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, sehr schön. Kann ich das nochmal bergen? Nein. So, Moment, das Scan der Planeten, das gab es doch schon in den vorigen Spielen, oder? Ich glaube, in Teil 1 war das noch sehr müßig alles. Und ich glaube, zum zweiten Teil hin wurde einiges da getan. Etwas. So, komm, dann machen wir nochmal die anderen Planeten fertig. H276. Es gibt keinen schöneren Namen auf der ganzen Welt als H276. So könnte man seine Kinder nennen oder seinen Hund. H276, das wäre super. Oh, das sieht doch nach einem Planeten aus, auf dem man leben könnte, Leute. Anomalie auf den Sensoren. H276 ist für die Initiative trotz seiner Abgelegenheit und Kälte von Interesse. Seine dichte Chloratmosphäre enthält Spuren von Phosgengas, was auf primitives chlorbasiertes Leben hindeuten könnte. Okay, Moment sofort. Bislang wurden jedoch noch keine eingehenderen Untersuchungen durchgeführt. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Oh. Ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit, der von den ersten Forschern auf EOS gestartet wurde. Obwohl seine Mission nach dem Scheitern der ursprünglichen Besiedlung von EOS abgebrochen wurde, konnte er wertvolle Daten über H276 sammeln. 50 Milchstraße Forschungsdaten, das ist gut. Gibt's eine weitere Anomalie? Ja gut, das wäre auch ein bisschen... Ich empfange etwas.
Ich finde es gut, dass man nicht zu jedem Planeten so gesehen hingehen kann, sondern dass man sie sich quasi von außen anguckt. Ich gehe nochmal zu den anderen, falls wir da was verpasst haben, ganz kurz. Wir haben noch einen anderen, aber den hier gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Denn man hat bei No Man's Sky gesehen, die Masse ist nicht unbedingt immer das Entscheidende oder in allerseltensten Fällen. Also ich bin auch definitiv jemand, der sich sagt, hey, lieber 10 richtig spaßige Stunden als 100, die dann einfach nur, boah, okay sind oder weniger als okay. So, und dann geht's auf Nanook. Nanu, da ist ja noch ein Planet. Es sieht aber schon, also die Planeten an sich finde ich ein bisschen hässlich, aber es sieht an sich schon richtig cool aus, alles. Im Hintergrund und so, ja, es macht schon Laune. Aber ja, der Planet zum Beispiel, die Textur, die ist ja halt sehr verschwommen, wenn man so ranzoomt. So, was haben wir hier? Nanook ist ein Wasserstoff-Methangas-Riese. Die Trümmer in seinem Orbit deuten darauf hin, dass ihn die Cat bereits näher untersucht haben. Okay. Gut zu wissen. So, damit haben wir Fortschritt 87% in diesem System. Ich empfange etwas. Ach, so kann man auch eine Anomalie entdecken. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ah, wir müssen da ja erstmal hinfliegen. Stimmt. Ein Asteroid. Was ist an dem so besonders? Na gut, wir könnten auch theoretisch jeden anderen nehmen, aber Eisenvorkommen. Dieser Asteroid ist reich an Eisen und Nickel. Sein Staub weist dieselbe Kontamination durch die Geißel auf, von der auch Eos betroffen ist. Okay, sehr schön. 88 Eisen erhalten. Und damit haben wir den Fortschritt von 100 erreicht hier in diesem System. Die anderen Systeme könnte man sich auch mal anschauen. Ansonsten, es sieht halt schon wunderschön aus, ne? Also sowas habe ich auch immer ganz gerne als Desktop-Hintergrund. Im Moment zwar nicht, aber es sieht verdammt beruhigend aus. Und es ist irgendwie gleichermaßen irgendwie furchteinflößend, genauso wie schön. Wenn man weiß, ey, das Universum ist so riesig. Okay, das ist keine angenehme Aussicht, muss ich ehrlich sagen. Gut, aber ansonsten würde ich sagen, nächstes Mal sehen wir uns wieder bei Mass Effect. Dann können wir uns mal die anderen Planeten anschauen. Ich meine, wir sind ja noch in der Trial-Fassung und Donnerstag geht es dann dementsprechend mit der Story weiter. Ich werde dann auch gucken, dass ich die Folgenzahl dann wieder ein bisschen höher schraube. Und ansonsten, ja, beim nächsten Mal und so, wie gesagt, da schauen wir uns nochmal die anderen Systeme an, können da ein paar Ressourcen ernten und eventuell bleibt mir dann ein bisschen Zeit mit der Erstfassung, dass ich dann auch schauen kann, okay, was für Materialien und so können wir denn hier noch überall verwerten und wozu würde man was benötigen, einfach damit man hier ein bisschen flotter vorankommt. Und ja, bis es soweit ist, bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat. Wenn ihr Spaß hattet, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!